Das solltest du eigentlich am besten wissen. Kenne deinen Feind und du weißt, wie du ihn am effektivsten treffen kannst. Mhm. Ja, genau. Okay. Ich hab vergessen, dass ich sie fragen muss. Aber ist unter uns eine Höhle oder habe ich irgendwas verpasst? Hier mal alle wiederzufinden, das ist am schwierigsten, ne? Pass mal auf, du Vogel. Ich wäre dann soweit für die nächste Audienz. Jetzt schon? Dann lass mal hören. Wer soll's denn diesmal sein? Judikator Reinhold. Ein Handelspakt und Ressourcensharing mit den Morkons könnten sich für die Kleriker auszahlen. Du weißt aber schon, dass sie mit Sicherheit ziemlich misstrauisch sein werden. Die Kleriker sind Menschenfreunde. Die Morkons exakt das Gegenteil. Das lass mal meine Sorge sein. Bring mich einfach zu Reinhold und ansonsten halt die Klappe. Kroni? Kroni? Nichts. Das war's, ne? Ja, das war's. Okay, dann lass uns mal schnell noch eben unsere Attribute lernen. War das bei ihm da oben oder bei ihr? Schön, es ist immer schön, dass das nicht angezeigt wird. Treppe hoch. Wer seid ihr? Ach, du bist ein Händler, ne? Wer war Kamm? Wer war denn hier? Das ist ja so aufregend. Ich habe noch nie mit einem Alp zusammengearbeitet. Ich bin kein Alp mehr. Ich meinte... Tut mir leid. Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Schon gut. Was ist zu tun? Also, eigentlich ist alles ganz selbsterklärend. Du nimmst etwas und sortierst es. Naja, dahin, wo Platz ist. Habt ihr kein System? Ich, war dabei, eins zu entwickeln, aber... Ich kümmere mich darum. Danke. Dann viel Erfolg und... Willkommen. Was kannst du mir beibringen? Was auch immer dein Verstand... Ja, das hier bitte. Dankeschön. Okay. Damit hat sich das erledigt. Die Punkte gebe ich aber nicht aus, weil zum einen lohnt sich's nicht, weil alles mittlerweile so ziemlich 5 Punkte kostet. Und zum anderen warte ich dann doch lieber auf... Waffen, die noch kommen werden. Wir können zwar alles machen, aber das kostet jetzt jeweils 5. Also wir brauchen jetzt ein paar Levelaufstiege. Oder noch ein paar Tränke. Wir müssen halt mehr dunkles Elex finden, ne? So, dann zurück zur Bastion. Und dann... Bully... Nasty und Fox, ne? Bully, Nasty Fox, du auch? Nein, du nicht. Okay, also erstmal Bully, dann Fox, dann Nasty. Ich bin bereit. Treffen wir deinen korrupten Alp. Dann aber schnell, wir sind schon spät dran. Ja, wir sind immer spät dran, Bully. Immer. Erstmal Bully-Parade machen. Nach meinen Informationen soll sich Urax irgendwo hier in dem Komplex aufhalten. Wir werden das Areal nach ihm absuchen müssen. Ich höre da was links neben mir, was mir gar nicht gefällt. Ah, mein Kopf! Ach was, die sind... Diese Scheiße. Der ist wieder da. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Die sind ja alle wieder da. Ah, mein Kopf. Du gehst vor und suchst nach dem Kerl. Ich bleibe hinter dir.
Heck. Die hier lebten, sind schon lange tot. Ach, wart. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass hier nichts mehr lebt. Außer irgendwelche komischen. Kann ja nicht so schwer sein, den Mistkerl aufzuspüren. Sicher. Die Alps sind so auffällig wie Zyklopen. Ach, das ist eisig. Ich wollte sagen, was ist denn da für eine Bildstörung im rechten Rand gerade? Irgendwas hat mich gesehen. Ach, er da hinten hat, glaube ich, gerade Probleme, ne? Warte, warte. Papa regelt das. Pass auf! Passe. Wo will er hin? Schlurfender. So weit weglaufen. Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Bist du bekloppt? Wer hat da gerade eine Granate? Das war doch Bulli, oder nicht? Hat er gerade mit dem Raketenwerfer geschossen? Au! Sollte der Duke solche Energiezellen nicht besser selbst herstellen lassen, anstatt von Händlern abhängig zu sein? Wozu sollte er? Bisher ging es ja auch so. Toll. Danke, Bulli, fürs Runtersprengen. Oder war das der komische Alp, der da hinten rumlungert? Wobei, wenn der hier war, dann ist der, glaube ich, tot, ne? Ah, hallo? Wie ich sehe, schickt der Duke seinen neuen Mann. Ich bin eigentlich nur Begleiter. Bulli ist derjenige, der mit dir verhandeln soll. Wir kennen uns noch nicht. Ich habe den direkten Auftrag des Dukes, mit dir neue Konditionen auszuhandeln. Mag sein, jedoch ist das alles ohne Belang. Der Duke soll erfahren, dass die Lieferungen der Energiezellen unter diesen Umständen nicht weiter vollzogen werden können. Was? Warum nicht? Den verantwortlichen Technikern ist aufgefallen, dass die letzte Lieferung zu groß war. Es wurde Meldung gemacht und die Obrigkeit des Depots ist misstrauisch geworden. Noch bin ich nicht aufgeflogen, jedoch würde das sofort passieren, wenn ich so weiterverfahre. Unwahrscheinlich, dass der Duke das so akzeptieren wird. Mehr noch. Ich habe den Auftrag, dir klarzumachen, dass du zum nächsten Termin genau die gleiche Menge zum halben Preis liefern wirst. Alles andere ist dein Problem. Ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Alles Weitere führt zu nichts. Wow. Verdammt, was ist passiert? Urax hat sich wegteleportiert. Unwahrscheinlich, dass wir ihn je wiedersehen werden. So eine Scheiße. Das war's dann mit der Energieversorgung im Krater. Es werden schon nicht so schnell alle Lichter ausgehen, aber ärgerlich ist, dass wir uns eine neue Quelle suchen müssen. Der Duke wird nicht erfreut sein über diese Entwicklung. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass er so etwas schon geahnt hat. Ach komm, wie kommst du auf das schmale Brett? Ich begleite dich ja jetzt schon eine Weile auf deinen Missionen für den Duke. Bisher blieb noch jede davon erfolglos. Scheint fast so, als würdest du die unmöglichen Fälle zugeteilt bekommen. Ich bin Leibwächter des Dukes. Dann solltest du öfter mit ihm reden. Du hast ganz offensichtlich zu wenig Informationen. Du setzt voraus, dass der Duke gewusst hat, dass die Verhandlungen in jedem Fall scheitern würden. Baxter ist ein cleverer Mann. Das ist doch gequirlte Scheiße. Das konnte doch keiner voraussehen. Bist du dir da ganz sicher? Ich bin mir sicher, dass du jetzt besser die Fresse hältst. Sonst stopfe ich sie dir. So, und jetzt will ich nichts mehr darüber hören, klar? Bis zum nächsten Fiasko. Schnauze!
Läuft für dich, Bulli. So, dann Fox. What does the Fox say? Hey, Foxy. Das ist mal was anderes. Kümmern wir uns um deine Mutanten. Na, sag ich doch. Siehst du, wie ich es gesagt habe? Da ist sie. Die Gruft, die Parade. Es sind verdammt viele. Umso größer wird unser ruhmreicher Sieg. Das Fort wird stolz auf uns sein. Interessant. Da sind wir los. Mistvieh! Wie viele sind das denn? Die sind nicht gerade schwach. Jetzt wünsche ich mir doch ein bisschen Regeneration. Ich sammle mal zwischendurch ein, ne? Fox, du kannst mich weitermachen. Hallo, ich bin unbewaffnet. Lässt du das mal sein? Böser Junge. Das sind fucking viele, Alter. Hallo, jetzt bin ich weg. Ich weiß ja, dass sie einmal Menschen waren, aber das ist widerlich. Doch schön, wenn wir nicht so weit wegfliegen würden. Ich kümmere mich darum. Das sehe ich, wie du das machst. Hallo, hörst du mal auf zu tanzen? Fox, ich rette dich. Ja, Fox, du darfst ruhig auch deinen Bogen rausnehmen. Gut ist, wenn die durchs tiefe Wasser laufen, brauchen die echt ewig. Junge. Bitte. So, einer ist noch, ne? Hey, my friend. Ja, das hilft immer, gegen den Stein auszuweichen. Übrigens unfair zuzuhauen, wenn ich zuhaue. Hochgradig illegal. Seine Waffe. Da. So, Krawall im Wald erledigt. Die Alps sind dafür verantwortlich, dass diese widerlichen Mutanten so sind, wie sie sind, oder? Nein, das Elix ist es. Diejenigen, die zu viel Elix konsumieren und den mentalen Druck nicht aushalten, werden zu Mutanten. Aber Mutanten werden doch von Alps kontrolliert, oder nicht?
Die meisten von ihnen nicht, aber ja, einige Elixitoren haben diese Fähigkeit. Ich sag ja, widerlich. Hm. Ja, irgendwie schon. Der Rehabilitation im Fort bringt mich diese Weltenherz-Rettungsaktion jedenfalls keinen Schritt weiter. Ich hätte mir gewünscht, dass mehr Berserker von der Geschichte Wind bekommen. Ja, von deinen Heldentaten hat kaum jemand etwas mitgekriegt. Hm, wenn ich das nächste Mal wieder so einen genialen Plan habe, dann hau mir ein Kantholz über die Birne. Die letzte kriegsentscheidende Konsequenz deiner Aktion fehlt häufig, dass du daraus Kapital schlagen könntest. Hm, darüber werde ich mal in Ruhe nachdenken müssen. Heißt das, du wirst aufgeben? Ich doch nicht. Aber ich muss meine Methoden ändern. Okay, dann melde dich bei mir, wenn du mehr Erkenntnisse hast. Aber sicher doch. Okay, ich meine, wir haben Waffen und Erfahrungspunkte dafür. Das ist ja gut. So, jetzt ist Nasty dran. Bisschen hüpf. So, Nasty. Komm mit. Du brauchst nicht noch. Ach, Fox. Ne, hallo, jetzt renn noch nicht weg. Mitkommen. Verstanden. So. Warst du die letzte Zeit schon mal wieder bei den Klerikern? Nein, eigentlich immer nur mit dir zusammen. Das trifft sich eigentlich ganz gut, dass wir da hingehen, weil dann können wir eigentlich gleich mal hier die Hütte hier auseinandernehmen, ne? Lass uns doch da mal eben hin. So viel könnten es ja eigentlich nicht mehr sein. Dann sind wir da ganze dreimal durchgeflügt sogar schon. Wo war der Eingang? Da drüben. Ach ja. Jetzt die kommen. Dann nochmal. Ich weiß nicht, ob hier jetzt wieder welche nachgespawnt sind. Immerhin hatten die Kleriker dir damals ihre Truppen anvertraut im Krieg gegen die Alps. Damals ist damals. Heute sind sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Keine Ahnung, wie sie heute ticken. Wenn ich das gewusst hätte, dass wir hierfür auch noch eine Quest kriegen, hätte ich die gleich alle auseinander geboxt. Okay, die sind immer noch weg. Die sind auch noch weg. Das ist okay. Dann sind ja nur die, die wir da vorne noch gesehen haben. Das sollte ja kein großes Problem sein für uns. Hey, my friend. Ob sie sich noch an dich erinnern. I wanna kill you all, my fuckers. Anders gehen als dir? Kaum einer weiß wirklich, was abgegangen ist damals im Krieg. Sind nur noch die beiden. Ja. Jetzt ist schon vorbei mit der Übeltäterei. Beschädigt er irgendwas? Ach, doppelläufig wieder nur. Ja, wir müssen mehr im Morkorn-Gebiet. Böse Leute jagen, glaube ich. Okay, wir reisen aber jetzt natürlich wieder eben. Wir laufen da jetzt nicht hin, wir reisen da hin. Akolyt. Ach, eine Wache. Und du? Ein Arbeiter, okay. Okay, das ist drinne.
Wenn man sich zu lange mit den Brüdern hier unterhält, wird dein Hirn Grütze. Ihr Schöpfer ist nur ein weiterer Strohhalm, an den sie sich klammern. Dok, dok, so. Wir müssen ja eh mit denen reden. Doch, doch, passt ja. Sehr gut. Wobei, nee, die, nee, doch. Mit ihr, mit ihm. Hagen. Ist das Hagen? Bist du Hagen? Hagen. Hier. Der Tunnel ist sicher. Die Banditen sind tot. Alle Achtung! Du hast gewaltig Mumm in den Knochen. Für so eine Leistung gebührt dir natürlich eine entsprechende Belohnung. Ich werde ihr Beutegut konfiszieren lassen. Es wäre verantwortungslos, das den Ratten zu überlassen. Warum habe ich den Eindruck, dass es dir mehr um die Ware als um die Banditen ging? Du weißt, in welcher Situation wir stecken. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, sie zu verbessern, nutze ich sie. Außerdem hätte ich dir den Auftrag nicht schmackhaft gemacht, wenn ich gedacht hätte, du wirst damit nicht fertig. Du hast die Splitter, ich die Ware. Du siehst, es gibt nur Gewinner. Ordonnanz zu mir! Ey, was soll denn die Scheiße? So, wir... Schnappt ihr ein paar kräftige Leute und dann räumt ihr die alte Tunnelanlage im Norden leer. Nahrung, Werkstoffe, was immer ihr findet. Auftrag verstanden? Jawohl. Dann ausführen. Stapelt das Zeug in der Händlermesse. So, wir machen mal ganz kurz eine kleine Pause. Ich bin sofort wieder da. Wir sehen uns gleich wieder, ne? Bis gleich.